Also, ich hatte einen Vortrag vorbereitet, ursprünglich für eine andere Agenda, wie man unfindbare Signale aus dem Weltraum doch finden kann. Und es beschäftigt sich mit diesem berühmten Bild, was sicherlich jeder von euch gesehen hat, vom schwarzen Loch in der M87-Galaxie. Und ich will im Wesentlichen jetzt mal erklären, wie man das macht und dabei natürlich auch entsprechende Ausflüge in die Amateurfunkerei, insbesondere in das Software-Defined Radio. Vielleicht kannst du die Lautstärke ein klein bisschen zurücknehmen, da bist du leicht übersteuert. Wie kommt das? So ist es gut. Ja, nee, da muss ich einfach nur leiser sprechen. Ja. Okay. Ja, und da wird es um ziemlich komplizierte Sachen gehen, unter anderem hier um die Fourier-Transformation und so. Normal mache ich lieber so Sachen hier mit meinen Studenten, Kopter bauen und fliegen lassen und die Software dafür selber entwickeln. Aber das ist ein anderes Thema. Ab in den Weltraum, da gibt es M87, eine sehr weit weg befindliche Galaxie. Und wenn man hier genau hinguckt, sieht man schon, da ist irgendeine Absonderlichkeit. Da kommt so ein Jet raus, so ein Materiedampf. Und ja, im Inneren von diesem Ding befindet sich ein großes schwarzes Loch. Das weiß man schon länger, weil man irgendwie ausrechnen kann, dass da was so Schweres ist. Das kann man nicht anders erklären. Und davon hat man dieses in Gänsefüßchen zu sprechende Bild gemalt. Das ist ja kein echtes Bild, sondern das ist eben eine Intensitätsverteilung von einem Radiosignal. Und wie man das erzeugt, das hoffe ich, dass es mir gelingt, genau zu erklären im Folgenden. Hier gibt es die Veröffentlichung, die sie gemacht haben, nachdem sie da eine ganze Weile am Rechnen waren. Und ich habe dann allerdings erstmal Back-of-an-Envelope-Physics gemacht, habe mir also mal hier auf der Rückseite eines gebrauchten Briefumschlags mal aufgeschrieben, was da eigentlich los ist. Entfernung zu diesem Objekt 5 mal 10 hoch 23 Meter oder 17 Megaparsec, das ist also ganz schön weit weg. Dieses Ding ist allerdings auch relativ groß. Der Schwarzschildradius, also sozusagen der Durchmesser von dem schwarzen Loch, ist 2 mal 10 hoch 13 Meter groß. Wenn wir hier mal unser Sonnensystem damit vergleichen, die Pluto-Bahn ist nur 6 mal 10 hoch 9 Meter Durchmesser, also das ist riesig, das Ding. Und um dieses riesenschwere schwarze Loch gibt es eine Akkretionsscheibe, da saust Materie schnell drumherum und die ist auch sehr heiß und deswegen strahlt die in allen möglichen Wellenlängenbereichen. Und irgendeinen hat man sich dann eben rausgesucht, um dieses Experiment, dieses Bild da zu machen. Masse 10 hoch 40 Kilogramm, die Sonne ist nur 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm, also das ist ein Monster. So, leider ist es aber ziemlich weit weg und hier kommt die entscheidende Zahl. Wenn man das Ding jetzt von hier anguckt, sieht man es in einem Sehwinkel von 1,5 mal 10 hoch minus 10 radiant. Auf dem Mond projiziert wäre das ein Gegenstand, der 6 cm groß ist. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass man sowas nicht so besonders gut von Weitem fotografieren kann. Ja, wie eine Empfangsanlage funktioniert, brauche ich hier wahrscheinlich nicht weiter auseinanderzulegen. Man wird mit einer Richtantenne arbeiten und eine Richtantenne aus zwei Gründen, komme ich gleich nochmal drauf. Das eine ist natürlich die Signalverstärkung und das zweite ist, dass man damit auch peilen kann. Das geht in dem Fall aber nicht, weil der Sehwinkel viel zu klein ist, also muss man es irgendwie anders machen. So, dann werden wir nachher über Software-Defined Radio ja auch was kurz experimentieren, aber das will ich jetzt auch überspringen, sonst kriege ich das nicht in die Zeit hier eingebaut. Aber jeder weiß, wie so ein SDR funktioniert, hoffentlich. Die Hälfte ist Hardware und hinten kommt der Computer. So, das Strahlungsdiagramm von so einer Antenne, 1,22 mal Wellenlänge geteilt durch Durchmesser. Da kann man sich schnell überlegen, dass man auf diese Zahlen, die wir da vorhin gesehen haben, nicht kommen kann. Das ist völlig unmöglich. Mit einer, oder man müsste die Antenne so groß machen wie die ganze Erde, aber dann wird sie halt ein bisschen teuer. Welche Wellenlänge kann man nehmen? Im Sichtbaren sieht man das Ding nicht. Man muss irgendwo in die Radiowellen gehen und zwar zu ziemlich hohen Frequenzen. Und was die zu guter Letzt gemacht haben, ist, hier sieht man diese Durchlässigkeit der Atmosphäre. Da sind nur so ein paar Fenster, wo man wirklich etwas sieht. Und diese Messung ist gemacht worden bei 230 Gigahertz, also irgendwo im Millimeterwellenbereich.
So, dann machen wir mal so eine Überlegung hier. Also wenn wir diese 1,5 mal 10 hoch minus 10 Rad nehmen und nehmen mal 10.000 Kilometer auf der Erde. Das ist ja so eine Dimension, die wir ungefähr noch zur Verfügung haben. Wenn wir so eine große Antenne hätten, dann wären wir natürlich dabei. Aber leider, ja, wird die uns zu teuer. Wenn wir jetzt eine Messung machen, auch von zwei verschiedenen Stationen aus, dann müssten wir die Aufgabe lösen. Hier so einen Laufzeitunterschied von 1,5 Millimetern auf 10.000 Kilometer auszuwerten. Und als Zeitdifferenz genommen wären das dann 5 Pikosekunden. Das ist also auch nicht ganz so einfach zu machen. Ja, und da liegt die Schwierigkeit. Jetzt geht es also darum, einen Apparat zu bauen oder ein ganzes Experiment, was über die ganze Welt verteilt ist, um eben diese unwahrscheinlich hohe Genauigkeit hier irgendwie zu erreichen. 5 Pikosekunden muss man erstmal machen. Ich habe hier ein Experiment, was ich selber gemacht habe. Ich habe zwei GNSS-Frequenznormale auf dem Schreibtisch hier und habe die gegeneinander laufen lassen, habe mal geguckt, wie genau man Zeiten messen kann. Da waren wir ja vorhin auch schon mal dabei. Und das hier ist über 40 Minuten gemessen. Da sehen wir, dass wir hier so ein Jitter kriegen. Frequenzgenau sind wir schon. Die beiden 10 Megahertz-Signale, die jittern ein kleines bisschen, aber die Phase läuft nie über mehr als hier irgendwelche 180 Grad oder so weg. Und das ein Puls pro Sekunde Signal, das sieht man hier, das jittert auch von einem relativ zum anderen. Die Zeitskala hier ist 50 Nanosekunden pro Kästchen. Also so genau kann man heutzutage mit einigermaßen bezahlbarem Aufwand zeitgenau sein. Das reicht natürlich für diese Pikosekunden, die wir da gerade gesehen haben, nicht. Die Profis, hier ist ein Bild aus der Veröffentlichung, die nehmen dann einen Maser, der GPS stabilisiert ist, und dann kommen die hier auf so einen Frequenz trifft, die dann in den Femtosekunden pro Sekunde ist. Also die können über Stunden sehr genau sein. Wie sie das dann genau gemacht haben, diese Pikosekunden aufzulösen, das werden wir nachher noch sehen. Da haben sie noch einen kleinen Trick benutzt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Wenn wir oben am Himmel ein Muster haben, also zum Beispiel hier so ein Gitter, dann bedeutet das, dass Licht, was von hier hinten reinkommt, dann unter einem bestimmten Winkel gestreut werden wird. Und eine Linse, so wie man das hier sieht, das ist so eine sogenannte optische 4F-Anordnung, ein optischer Computer, der macht in Wirklichkeit zweimal eine Fourier-Transformation. Der macht aus diesem Winkel, der hier durch die Beugung, durch dieses Muster entsteht, hier eine Strecke. Und mit der zweiten Linse kann man das dann wieder rückgängig machen. Und das ist im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg. Man kann sich jetzt dann überlegen, ich zeige es gleich, dass man eben mit Hilfe einer Fourier-Transformation eben aus dem, was man auf der Erde misst, auf das Bild oben am Himmel kommen kann. Und das ist das Bild, was wir da vorhin schon gesehen haben. Fourier-Transformation, ja, ist halt so eine bestimmte Rechnung, die man hier sieht. Man muss mit so einer komplexen exponentiellen Funktion multiplizieren und dann aufintegrieren. Man kann das auch im Computer machen, zeige ich gleich auch noch. So, jetzt kommt die kleine Theorieeinlage. Da gibt es dieses Zittert-Zernike-Theorem. Das sagt uns, wenn wir hier oben am Himmel unter zwei Winkeln in der einen und in der anderen Richtung eine Verteilung haben, eine Intensitätsverteilung, dann muss man die über die Fourier-Transformation umrechnen und dann kann man das sehen, was hier unten auf unserer Beobachtungsebene ist. Und umgekehrt, wenn wir auf der Beobachtungsebene also die Verteilung gemessen haben, dann können wir über die Fourier-Transformation zurückrechnen, wie das da oben ausgesehen hat. Und das ist der ganze Trick. Diese Linse hier, die muss eine ziemlich unendliche Brennweite haben, weil ja der Abstand irgendwelche Megaparsecs waren. Und deswegen können wir die Linse auch weglassen. Die hat eine sozusagen unendliche Brennweite und dann geschieht das einfach so, dass diese Verteilung hier oben durch den Weltraum, der macht die Fourier-Transformation, entsteht hier unten eine Verteilung, die eben nach diesen Formeln da hin und her zu rechnen ist. Von oben nach unten macht der Weltraum und von unten nach oben macht es dann unser Computer im Endeffekt. So,
Wie kann man das jetzt genau auswerten? Man braucht zwei Software-Defined Radios, man braucht zwei Antennen, die am besten 10.000 Kilometer auseinander sind oder noch mehr. Zeige ich gleich noch Bilder. Und dann braucht man hinten einen Korrelator. Zwischendurch werden die Daten zeitgenau auf Festplatte aufgespeichert. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die in den beteiligten Teleskopen da die Daten auf Festplatten aufgezeichnet haben und haben die dann inklusive Südpol mit dem Flugzeug zusammen hergeflogen und haben dann irgendwo im Labor die Auswertung gemacht. Dieser schnelle Korrelator hier hinten, auf den müssen wir noch einen besonderen Wert legen, den werde ich auch gleich noch im Experiment zeigen. Das ist eine schwierige Sache. Da hat man zwei Signale und die muss man verschieben, miteinander multiplizieren und aufintegrieren. Und diese Rechnung ist sehr aufwendig, weil man für jede einzelne Verschiebung dieses beiden Signale eben wieder multiplizieren und aufintegrieren muss. Das ist zu teuer. Deswegen gibt es eine andere Methode, die nennt man die schnelle Faltung. Und die geht so, dass man diese beiden Signale, die man hat, was ihr hier seht, ist schon so ein Blockschaltbild im GNU-Radio. Das werde ich dann gleich auch in Funktion zeigen. Da macht man zweimal Fourier-Transformation. Dann macht man hinten dran eine komplex konjugierte Multiplikation des Ergebnisses. Das kann man dann noch mitteln, also oft machen und aufintegrieren. Und dann macht man eine Rücktransformation. Und diese ganze Methode hier, die ist sehr viel schneller als die direkte Korrelationsrechnung, wenn man sie auf dem direkten Wege machen würde. Der Trick dabei ist die schnelle Fourier-Transformation. Das ist so eine bestimmte Formel, mit der man hier diesen Eingabevektor in einen Ausgabevektor verwandelt. Innen drin sind da ein paar Baugruppen drin und das ist auch so eine Formel, die sich sehr gut im FPGA machen lässt. Das heißt, die haben da einen Hardwarecomputer dafür gebaut und nicht mit einem Universalcomputer das gerechnet. Diese Methode hier, die bringt einen großen Vorteil. Normalerweise müsste man 17 Millionen Rechnungen machen, wenn man diese Breite hier 4000 Punkte hat und man kann es auf 24.000 runterbrechen, wenn man diese FFT-Formel eben verwendet. Das ist super cool. So, ich zeige euch nachher hier einen Empfänger in Aktion. Der hängt an so einer Zweiband-GPS-Antenne und nur ein kleiner Ausflug, wenn ich hier im Moment einen Empfänger laufen lasse, für beide Bänder, also L1, L2, dann sehe ich also hier, weiß ich nicht, 40 Satelliten oder irgendwas. So, und das hängt bei mir im Moment draußen auf dem Balkon an der Antenne. Dann hängt hier der Blade AF dran. Das hier unten ist eine Speisung, eine Fernspeisung für die Antenne. Und damit kann man zum Beispiel unter anderem auch mit, hier mit GNU-Radio so einen Empfang machen. Und jetzt muss ich mal die kleine Spieleinlage hier starten. Jetzt ist also die Frage zu klären, wie kann man denn eigentlich diese Signale da von verschiedenen Empfangsstationen miteinander korrelieren. Der erste Streich wäre ja zunächst mal, wir suchen ein Signal im Rauschen. Ups, da habe ich jetzt mein Bildschirm hier ein bisschen verschoben, na, das macht nichts. So, ich habe hier eine Rauschquelle und ich habe eine Signalquelle und ich lasse diese Sache mal laufen. GNU-Radio eignet sich prima zum Spielen. Hier oben sieht man die beiden Signale zusammengemischt in der Zeit und wie man sieht, sieht man nichts. Aber das ist für Funkamateure sicherlich nichts wirklich Neues. Wenn man eine Fourier-Transformierte macht, dann sieht man, aha, hier ist bei einer ganz bestimmten Frequenz ein Signal da. Also ein harmonisches Signal, ein Sinussignal im Rauschen finden, das ist eigentlich einfach, wenn man eben eine Fourier-Transformation hat. So, die Frage ist halt, wie man Rauschen im Rauschen finden kann. Und dazu kommt hier die nächste Sache jetzt. Jetzt habe ich hier Folgendes gemacht, das muss ich ein bisschen vergrößern. Ups. Ja. Ich habe hier diesen Kreuzkorrelator, zweimal FFT machen und dann multiplizieren, anschließend wieder rückwärts FFT machen. Das ist in diesem hierarchischen Block hier versteckt. Und dann habe ich hier drei Signale, Rauschen 1, Rauschen 2, Rauschen 3. Rauschen 1 geht nur über den oberen Zweig, Rauschen 3 geht nur über den unteren Zweig. Aber dieses Rauschen hier
geht in den oberen Zweig und ein bisschen verzögert in den unteren Zweig rein. Und das ist das, was ich eigentlich zeigen will hier. Wenn ich jetzt hier, muss ich ein bisschen mich verschieben, wenn ich jetzt das Korrelationsergebnis am Ausgang des schnellen Korrelators zeige, dann sieht man hier, wenn man die beiden Signale aufeinander schiebt, dann rauschen die halt wild vor sich hin. Und dann, wenn man sie wieder noch weiter, dann gehen sie wieder auseinander, sehe ich nichts. Aber hier in der Mitte habe ich einen scharfen Peak. Und dieser scharfe Peak, der ist nicht genau in der Mitte, weil ich es ein bisschen verschoben habe. Das ist also das Ergebnis, was der Korrelator macht. Nadelscharf wie vorhin, aber jetzt nicht eine Frequenz im Rauschen, sondern ein Rauschen im Rauschen. Und genau das müssen die Radioastronomen natürlich machen, wenn sie das Signal von diesem schwarzen Loch da korrelieren wollen. Die müssen dann eben diese Korrelationen im Rauschen finden und das machen die mit großer List und Tücke. So, ich habe hier noch mal eine kompliziertere Anordnung der gleichen Sorte. Hier habe ich jetzt verschiedene Signale zusammenaddiert und dann auf den Korrelator gegeben. Das sind verschiedene verzögerte Signale. Dann ist ein Signal hier ein bisschen in der Frequenz verschoben und außerdem gebe ich zum Ärgern des Systems auch noch mal wieder Rauschen dazu, damit der Korrelator auch ein bisschen was zu tun hat, denn so ein Korrelator ist toll, um Rauschen zu loszuwerden. Man sieht jetzt hier, in der Mitte passiert da also was, das ist die Summe meiner Signale und insbesondere hier ist ein lustiges Signal dabei, dieses Signal, ich mache das mal langsamer, ich glaube nicht, dass das über das Netzwerk so schnell geht. Das ist meine Frequenzverschiebung für das eine Signal, jetzt dreht sich hier dieser eine Zeiger. Und damit kann man jetzt also hier sehr genau auflösen, dass da, hier unten sieht man es vielleicht auch fast besser, dass dieses Signal hier jetzt immer reell komplex wird. So, das waren jetzt alles nur Simulationen. Jetzt machen wir mal was Echtes. Jetzt nehmen wir mal unsere Zweifrequenz-GNSS-Antenne und gucken mal, was wir da von draußen kriegen. Ups, hat mich mal kurz mein Bildschirm verlassen. Ja, und wir sehen jetzt hier unten das Korrelationsergebnis und wir sehen, aha, da sind so ein paar scharfe Nadeln da drin. Und das bedeutet, dieses Signal vom Weltraum, das wiederholt sich nach einer ganz bestimmten Zeit, und zwar sind es 10 Millisekunden, wenn ich die Zahl noch richtig weiß. Das ist das L2-Signal, der CA-Code vom GPS, damit man sieht, dass es nicht gemogelt ist. Ich bin hier genau auf der Mittenfrequenz vom GPS-System. Wenn ich jetzt die Frequenz verstelle, dann ist sofort hier unten das Signal weg. Also ich kann mit meinem Korrelator auch da was Echtes machen. So, jetzt kommt eine letzte Vorführung mit Vorführeffekt. Bin mal gespannt, ob wir da jetzt was sehen werden. Das ist Glückssache, ob im Moment gerade ein Galileo-Satellit laut genug ist oder nicht. Hier unten sehen wir jetzt Signale. Und zwar, ja, ich muss natürlich erst erklären, was ich mache. Ich habe hier meinen Blade RF. Dann wird dezimiert. 40 MHz Bandbreite macht er im Moment. Das rechne ich dann runter, dann kriege ich noch eine besseres Signal-Rauschverhältnis. Und jetzt multipliziere ich das Signal hier mit sich selber, nachdem ich die eine Variante zeitverzögert habe. Das heißt, ich kann auf die Methode, nachdem ich weiß, wann sich das Signal wiederholt, diese Spreizung aufheben. Und man sieht hier nicht sehr deutlich, aber man sieht hier sind so einzelne Signale drin. Das heißt, hier kann ich jetzt Satelliten empfangen. Und wenn ich den Korrelator mal auf eine halbe Millisekunde stellen, sieht man gar nichts mehr. Das heißt, das Signal ist weg. Ups, eben habe ich es mir wirklich gestohlen. Das ein bisschen größer machen. Signal ist weg. Und jetzt machen wir mal hier Korrelation auf 4 Millisekunden. Nach den Gefallen tut es mir nicht. Wenn man dann viel Glück hat, dann kann man hier sogar Galileo-Satelliten sehen. Im Moment sind leider keine da. Gut, das war mein kleiner Ausflug hier, vorführen, was man alles mit GNU-Radio machen kann. Und da muss man echt Reklame dafür machen, denn das ist ganz toll. Hier zum Beispiel ist so ein echter Empfänger, der dann diese Binary Phase Shift Keying Modulation sogar sichtbar gemacht hat.
So, jetzt machen wir mal weiter mit unserem Weltraumexperiment. Nehmen wir an, wir haben drei Empfangsstationen, A, B, C. Dann können wir zwischen A und C sagen, okay, hier haben wir was gesehen. Und zwischen A und B können wir hier was sehen und zwischen C und B nochmal woanders. Das heißt, wir kriegen hier in der Mitte die Möglichkeit, so einen hellen Fleck zu detektieren. Und das ist natürlich jetzt die Methode, mit der wir dieses Wellenfeld auf der Erde analysieren, über Korrelation sichtbar machen und dann die Fourier-Transformierte bilden, um rauszukriegen, was da oben, wie es oben im Weltraum ausgesehen hat. So, jetzt kommt das Event Horizon Telescope, so haben wir das genannt. Das sind viele Empfangsstationen, die müssen auf hohen Bergen stehen oder in Gegenden, wo wenig Wasserdampf in der Atmosphäre ist. Und das ist auch der Südpol beteiligt, also das South Pole Telescope. Das ist zwar nicht besonders hoch, aber dafür ist dort das ganze Wasser gefroren auf der Erde und in der Luft ist es schön sauber, deswegen kann man dort auch messen. Hier nur kurz die Liste der beteiligten Radioteleskope, die hier verwendet worden sind. Und man, hier oben steht, sieht man jetzt auch die genaue Frequenz da. Irgendwo bei 200 GHz spielt sich das ab. Man muss auf hohe Berge, hier zum Beispiel das SMA, Submillimeter Array, oder das SMA nochmal, hier ist das South Pole Telescope. Die haben natürlich eine große Schüssel, weil die Signale sehr leise sind. Aber die Schüssel zu der Abbildung zu verwenden, geht halt eben nicht. Das haben wir ja gesehen, dafür müsste die so groß sein wie die ganze Erde. Hier ist noch das ALMA, oben dort, wo das Lithium gewonnen wird, auch ganz hoch auf dem Berg. So, und was man dann also macht, ist, man nimmt zwei Empfänger, mindestens zwei Empfänger. Bei dreien kann man dann ein zweidimensionales Bild machen. Software-Defined Radio auf Festplatte aufnehmen, mit nach Hause nehmen, ins Labor, dort diesen Korrelator laufen lassen. Der Korrelator liefert dann diesen Peak, den wir vorhin da gesehen haben. Und aus den einzelnen Peaks kann man dann mit der Fourier-Transformation das Bild zurückrechnen. Das ist der Trick bei der Geschichte. Hier sieht man die Hardware, die haben sie also so oft gebaut, wie sie die beteiligten Teleskope da haben. Das ist ein großer Schrank mit Festplatten, der kann mit sehr, sehr hoher Bandbreite auf viele Festplatten gleichzeitig die Signale aufzeichnen und er hat dann ein Petabyte an Datenspeicher insgesamt zur Verfügung. Und der restliche Kram hier, da sind dann die Softwareempfänger drin. Ja, ich will auf die Nachrichtentechnik hier nicht so arg eingehen, aber so ein kleines bisschen müssen wir das natürlich hier in dem Rahmen schon uns mal angucken. Wir haben also den Empfänger, der tut in Wirklichkeit in zwei Polarisationsrichtungen und in zwei Frequenzen und dort wieder in Subbändern arbeiten. Das hat Gründe der Nachrichtentechnik und zwar korrelieren kann man nur, wenn die Laufzeiten exakt gleich sind, was nur bei einer endlichen Bandbreite möglich ist. Deswegen werden die in verschiedene schmale Bänder getrennt, die Signale, und anschließend der ganze Kram wieder zusammengerechnet. Dann hat man hier einen Maser, der macht die 10 Megahertz Frequenz normal und man hat einen GPS-Empfänger, wahrscheinlich ist es auch ein GNSS-Empfänger gewesen, weiß ich nicht genau, mit dem man eben die Zeitgenauigkeit macht. Ein Puls pro Sekunde und das ist aber bei weitem nicht genau genug, da muss man noch mogeln. Das sehen wir nachher noch, wie sie das dann zu Wege gebracht haben. So, und zwar haben sie Folgendes gemacht. Die haben mit den verschiedenen Teleskopen hier Beobachtungen gemacht und da ist immer zeitlich verschachtelt messen, kalibrieren, messen, kalibrieren, messen, kalibrieren. Und kalibrieren bedeutet in dem Fall hier M87, das ist das Objekt, unser schwarzes Loch, was man eigentlich messen will. Und das andere, das ist ein Quasar. Das ist einfach eine Rauschquelle am Himmel, die zum Glück dort existiert und die man verwenden kann, um breitbandig die Korrelatoren zu kalibrieren. Das heißt, die haben auf die Methode sozusagen über die blauen Messungen hier ihre Uhren Pikosekunden genau eingestellt, sodass sie dann zu der nächsten Messzeit eben wieder tatsächlich korrelieren konnten. Und ja, das ist eigentlich das, also eins von den beiden Geheimnissen, die hier in dieser
Welt da verwendet wurden. Das eine Geheimnis ist diese Korrelationsmessmethode über FFT und das andere ist halt eben hier mit einer präzisen Quelle am Himmel, die noch genauer ist als ein GNSS-Frequenz normal, eben die Uhren gleichzustellen. Dann wird das Wellenfeld, was wir da vorhin in der Theorie gesehen haben, auf der Erde abgetastet. Das heißt, wir haben natürlich keine kontinuierliche Verteilung über die ganze Erde, sondern die Erde, die dreht sich auch noch, was ein Riesenproblem darstellt, denn ein Punkt auf dem Äquator, der bewegt sich ja fast mit Schallgeschwindigkeit um die Erde drumherum. Und so verschieben sich natürlich diese ganzen Beobachtungsstellen dauernd. Das ist dann eine sehr, sehr aufwendige Rechnung, die gemacht werden muss. Jedenfalls, wenn man hier so die Erde sieht, dann sieht man genau, zu welcher Zeit hier welche der Empfangsstationen da Signal beigetragen hat. Und jetzt, das ist wie das Abtasttheorem. Ja. Wir können also jetzt hier einzelne Punkte abtasten und können dann das Bild zusammensetzen. Und ja, man weiß ja, dass man, wenn man mehr als zweimal pro Periode abtastet, dann kann man daraus das gesamte Signal wieder machen. Die haben also hier über die Erde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weiß ich auch nicht, 10 Mal oder so abgetastet. Und das gibt einen Hinweis auf die Genauigkeit, die wir dann hinter der Fourier-Transformation kriegen. Denn die Fourier-Transformation, die kann nicht mogeln, die tut keine Information gewinnen oder verlieren, sondern die rechnet einfach nur eine Darstellung in eine andere Darstellung um. Das heißt, die Genauigkeit des Bildes, die kann dann hinter der Fourier-Transformation nicht größer sein als die Abtastung, die man hier hat. Und ihr hattet ja vorhin das Bild gesehen, ganz am Schluss habe ich es nochmal, also genauer als eine Messung pro jedem einzelnen Punkt, den man hier sieht, genauer ist das Ganze in Wirklichkeit nicht. So, und dann haben wir hier das Bild. Ich war sogar ein bisschen schnell, macht aber nichts. Ich habe gleich noch eine kleine Nachgeschichte. Dieses Bild ist also zusammengerechnet worden. Ich blätter zurück aus der Fourier-Transformation dessen, was man hier sieht. Und insofern ist das Bild also ein bisschen geschönt, ein bisschen gemogelt. Die Theoretiker, die hatten vorhergesagt, wenn man ein Bild von einem schwarzen Loch mit so einer Akkretionsscheibe sehen wird, wird es aussehen wie ein Ring, in der Mitte dunkel, dann hell, außenrum wieder dunkel und wahrscheinlich wird es auch unsymmetrisch sein. Und das hat man tatsächlich gesehen. Die Größe hier, sie ist ja nochmal eingetragen, ist sehr, sehr klein. Und dafür hat man diesen Höllenaufwand gebraucht. Noch ein kleiner Ausflug in die schwarzen Löcher. Man hatte ja vorher auch mit so einer ähnlichen Rechenmethode die Gravitationswellen nachgewiesen. Und das war so ein Chirp-Signal. Auf zwei Stationen gemessen. Messfehler eigentlich ziemlich ausgeschlossen, denn auch hier ist Korrelation benutzt worden und das Ergebnis ist so eindeutig gewesen, dass man es eigentlich kaum wegdiskutieren kann. Die Messmethode hier war ein großes Michelson-Interferometer. Und hier ist der Krimi dran, die Genauigkeit, mit der hier jetzt nicht Phasen gemessen, doch auch wieder Phasen gemessen werden eigentlich innerhalb eines doppelten Lasers. Die Genauigkeit der Streckenmessung, die man hier gemacht hat, ist immerhin 10 hoch minus 21. Das ist also schon ganz, ganz cool. Ja, und das, das ist ein anderes Objekt. Was man aus dieser Messung gelernt hat, ist zweierlei, was ich von weltanschaulicher Wichtigkeit finde. Erstens mal, es gibt tatsächlich schwarze Löcher. Nicht nur die Theoretiker haben so vorher gesagt, sondern man kann sie eben auch messen, die Dinger. Und zweitens, man kann die Welt verlassen. Man kann die Welt endgültig verlassen, man ist dann nicht mehr da. Diese beiden schwarzen Löcher haben sich in ein großes schwarzes Loch vereinigt und sind dann hinter Event Horizon. Nur deswegen hat dieses Signal hier aufgehört, sonst wäre das immer lauter und immer hochfrequenter geworden. Aber diese beiden Objekte, die haben unsere Welt verlassen, man kann sie nicht mehr detektieren, die sind einfach weg. Und das ist die zweite weltanschauliche Erkenntnis aus diesem Experiment hier mit den Gravitationswellen. Jetzt haben wir schon zwei Nachweise, einmal haben wir ein Bild fotografiert, einmal haben wir die
diesen Wumms gemessen. Und der Wumms übrigens, der war ziemlich laut. Wenn der eine Schallwelle gewesen wäre, dann hätte jeder von uns den gehört. Bloß leider koppeln die Gravitationswellen nicht gut an unser Trommelfell. Deswegen haben wir leider gar nichts gehört. So, und ich bin damit auch schon fertig und höre mal auf Fragen zu dem, was ich erzählt habe. So, Klaus, vielen Dank. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Wir können sicher eins oder zwei Fragen hier. Dann würde ich auch gleich eine Breakout-Session vorbereiten. Und da kann man dann noch mal tiefer in die Materie einsteigen. Aber hier gerne schon nochmal eins, zwei Fragen. Einfach das Mikrofon aufschalten und fragen. Habe ich sie wieder mal alle platt geredet? Keiner traut sich, was zu sagen. Das Bild, was ich hier in der Zwischenzeit eingeblendet habe, das sind Mehrfachmessungen gewesen, die haben an verschiedenen Tagen gemessen, mit verschiedenen Gruppen ausgewertet und die haben alle vergleichbare Bilder rausgekriegt. Das heißt also, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da echt was gesehen haben, die ist tatsächlich ziemlich hoch. Ja? Gerade mal gucken, ob ich da noch was Spannendes finde. Eine Frage, wann treffen die nächsten zwei Spatzenlöcher aufeinander? Gravitationswellenmessleute haben jetzt inzwischen mehrere Ereignisse. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich schätze mal 10 ungefähr. Ich weiß die Zahl aber nicht genau. Ich habe es nicht verfolgt in der letzten Zeit. 10 in einem Jahr oder ein Jahrzehnt? Ja, in mehreren Jahren. Die messen ja kontinuierlich. Jahre. Ja, ja. Aber da gab es nicht nur eine. Das ist halt eine ganz seltene Sache, dass halt tatsächlich zwei solche riesenschwarzen Löcher da einander umkreisen und dann sich verklumpen sozusagen zu einem schwarzen Loch. Nur ein solches Ereignis produziert genügend Energie, dass wir mit unserem Detektor da was sehen können. Die haben die Energie von mehreren Sonnenmassen innerhalb von diesem kurzen Ereignis von ein paar Millisekunden verheizt, in Gravitationswellen umgewandelt. Das ist also ein Höllenereignis, was da stattgefunden hat. So stark, dass man es hier auf der Erde dann halt eben hat messen können. Gut, ich lasse die Präsentation mal da, mache mal mein Share wieder aus und höre mal noch auf Fragen. Ah, da ist irgendwas im Chat, ist da was zu sehen? Seit wann geht denn mein Mikro hier nicht richtig? Das war ja auch noch nie. Das ist kratzt ein bisschen in den Spitzen, aber... Okay, da muss ich mal danach gucken. Bisher hat das immer sauber funktioniert. Das ist wieder mal der Vorführeffekt. Gut. Breakout-Room. Ja? Eine Frage vielleicht zu dem Gnu Radio, wenn man damit einsteigen will. Was für eine Stelle oder was für eine Webseite könnte ich empfehlen? Ach, das finden wir sofort im Netz, gnuradio.org oder so. Das ist nicht das Problem. Es ist eine Sache dazu zu sagen, also sinnvollerweise nimmt man keinen Windows-Computer, sondern einen Linux-Computer. Nach meiner Erfahrung läuft es da viel besser, viel einfacher. Man kann auch virtualisiertes Linux verwenden. Das geht wohl auch, aber spätestens wenn man Hardware anschließen will, dann ist wohl definitiv das Gescheiteste, Linux zu verwenden, denn nur der Linux-Kernel, der kann schnell genug schalten, dass er diese riesen Bandbreite da kriegt. Was ich euch da vorhin gezeigt hatte, na, wo ist denn hier mein, blöderweise das Ding zugemacht, was ich euch da gezeigt hatte, das war tatsächlich in Echtzeit gerechnet mit 50 Megahertz Abtastrate. Es ist verblüffend, wie schnell unsere Standardcomputer, ich habe hier so ein 8-Kern Gerät von meinem Brötchengeber bekommen, extra für diesen Zweck. Ist wirklich erstaunlich, wie schnell man da rechnen kann. Man kann also wirklich mit 50 Megahertz Bandbreite rechnen und kann zum Beispiel die komplette Kurzwelle von unten bis oben auf einen Schlag ins Gerät reinbringen. Das ist also, ja, finde ich schon wirklich fantastisch. Das sind Möglichkeiten, die hatten wir vorher nicht. GNU Radio ist auch für solche Dinge gut, wie ich sie vorhin gezeigt habe. Man kann damit sich Sachen klar machen, man kann damit simulieren, man kann senden und empfangen.
Und also Leute, die einen Spieltrieb haben und im Winter lang in ihrer Bude sitzen, für die ist es definitiv ein ganz heißer Tipp. Probiert mal GNU Radio aus. Das ist sicherlich eine ganz heiße Kiste. Hey Ingo, ich sehe dich auch. Guten Tag. Ja, hallo Klaus. Servus. Ich habe leider keine Kamera dran. Ja, ich habe aber trotzdem geraten, dass du das bist. Alles klar. Ja, schöner Vortrag. Vielen Dank. Ja, geht wir so. Hatten noch ein kleines bisschen Zeit. Ja, bei GNU Radio ist halt der Trick, dass man erstens mal aus diesen Blöcken hier sich selber was zusammenbauen kann und kann dann üben, wie man sendet und empfängt und wie man dekodiert und so weiter. Und man kann halt eben insbesondere, hier vorne sieht man einen, so einen, halt, ich muss wieder den Share aufmachen, sonst sieht man gar nichts. Mache ich das nochmal schnell. Man kann halt so einen Hardware-Block dann hier einklinken und kann dann tatsächlich Radiosignale rein und raus damit veranstalten. Was ich zum Beispiel hier schon probeweise gemacht habe, ist draußen meine GPS-Antenne, dann hier innen drin das Signal empfangen in dem Software-Radio und wieder gesendet für Indoor. Also einfach mit unter einem Milliwatt durch das GNU-Radio hindurch das GPS-Signal wieder ausgesendet. Und tatsächlich kann dann ein GPS-Empfänger das wieder dekodieren. Das deutet darauf hin, dass das Signal da nicht besonders gestört worden ist. Sonst würde das nämlich gar nicht für funktionieren.